Doch um das Horror-Tattoo loszuwerden, müssen die Kandidaten mehrere Hürden nehmen. Die wichtigste? Jurymitglied Bertie und seine Berliner Assistentin G6 treffen an der Tür zum Castingsaal erstmal eine grundsätzliche Entscheidung. Die Kriterien von außen sind erstmal, dass wir nur das nehmen können, was definitiv machbar ist. Wir müssen halt gucken, ob es halt in dem Umfang ist, ob es zu schwarz ist oder ob es zu bunt ist. Das sind ja alles Kriterien, die wir berücksichtigen müssen. Je nachdem, wie das Tattoo gestochen ist, wenn es jetzt vernarbt ist, komplett, ist es auch ein No-Go, geht es nicht mehr zu retten. Oder wie gesagt, wenn das Tattoo jetzt zu, wenn es ein Treibel ist, komplett schwarz, wie gesagt, auf einer schwarzen Farbe, kannst du nicht mehr draufbringen. Das Ding ist durch. Moin. Grüße dich. Uwe, hallo, wie du riechst. Ich hab mich ein bisschen frei gemacht. Das ist die schwule Eule. Das ist eine Eule? Nee, eigentlich soll es zu Falke sein, das ist die schwule Eule geworden. Hund. Ja, ja, aber das ist optimal. Danke. Wie man das so sieht hier. Oh. Ich habe dieses wunderschöne Tattoo. Okay, brauchen wir nicht weiter reden. Komm rein. Okay. 69. Nein, Krebs. Also, sorry. Genau das. Ist immer das so. Das Typische. Und? Pass auf, hier lässt sich was machen. Mhm. Ganz klar. Aber ich sagte, dass das nicht in der Zeit schaffbar ist. Sorry, Alter. Ich glaube, ich kann auch gleich wieder gehen. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Das ist auch ein Horror-Tattoo. Ach du Scheiße. Erstes und wichtigstes Auswahlkriterium. Die verpfuschten Tattoos müssen innerhalb einer Sitzung von maximal 10 Stunden von den Tattoo-Profis zu retten sein. Das hier ist so nicht mehr zu retten. Zeit. Ganz viel Zeit brauchst du. Für die Aktion. Zu groß. Ja, echt, aber. Sorry. Okay. Hallo. Jetzt wird gelacht. Nee, nee, auf jeden Fall. Doch, bei dem ja. Na los, dann zeig es mal. Im Suff gestochen. Im Suff? Ja, ja, Tätowierer auch Suff. Um Himmels Willen. Boah. Geh rein, wir probieren. So, zeig euch mal mein Übel. Ah. Wer ist denn hier drüber gelaufen? Ja, es sollte für meine verstorbene Katze eine Erinnerung sein. Mein Unfall. Ah ja, der muss rein, ich steh Berlin drauf. Ich habe schon ein paar Laserbehandlungen hinter mir. Ah, okay. Wer nicht wagt, der nicht blinkt. Du, ja, mal. Probieren wir. Alter, das ist ja ernst, oder? Keine Chance. Also ich habe mehrere, Jahrestag, Ex-Freund und so. Okay, was macht man immer gern, nee, mit Datum und Namen? Ja, hinterher ist man immer schlau. Und zwar, Keine Angst, wir sind hier unter uns. Bertie und G6 sehen heute viele Klassiker. Der Name der Ex auf der Haut, die Jugendsünde mit 16 oder die Chaos-Kreation hoffnungsloser Hobby-Tätowierer. Danke, Mama. Von den fast 200 Leuten werden leider nur 60 reingelassen. Denn am Ende können nur 3 Berliner ein Cover abgewinnen. Und auch der Weg dahin ist noch sehr weit. Okay, gut. Last but not least. Hallo. Das ist der Name meiner Tochter, genau. Der Name deiner Tochter? Ja. Komm rein. Das ist ja nicht jeder, der einfach nur die Jugendsünde hat, die typische, und selber nicht weiß, warum er es gemacht hat. Ich denke, das sind manchmal auch ziemliche Hintergründe hinter den Tattoos. Also ich bin der festen Überzeugung davon, dass die meisten Leute eine Emotion dabei haben. Ich habe auf meinen Fingern zum Beispiel das Sterbe- und Geburtsjahr von meinem Großvater stehen. Und der ist 106 geboren. Ich denke auch, dass viele von denen, die jetzt hier sind, sicherlich auch einen guten Grund manchmal vielleicht sogar hatten, ein Tattoo zu machen mit einen traurigen Hintergrund, vielleicht auch mit einem lustigen Hintergrund, aber einfach nur an den falschen Tätowierer geraten sind. Genau um diese Geschichten geht es in der nächsten Runde. Bei allen, die weitergekommen sind, ist ein Cover-up, also ein Übertätowieren ihres verpfuschten Tattoos möglich. Und daher sind alle Kandidaten auch noch voller Hoffnung, hier zu gewinnen. Also mach mal eine Abstimmung. Wer ist hier die schwule Eule? Also ich definitiv. Also schwule Eule. Ich bin aber auch Fan Hase. Ja, das war mir klar. Du bist ja auch Bugs Bunny-Fan. Tiger. Bist du dir, dass ich eine Hase vielleicht noch? Jetzt kommst du auch noch. Streifen. Okay. Überall die Streifen. Ich kann mich doch auf die Straße legen. Sieht aus wie ein Zebrastreifen, oder? Ja. Ist doch Bombe. Aber ein echt schlechter Zebrastreifen. Dann fühlt man sich nicht so alleine. Weil man weiß, es gibt ungefähr noch 50 andere Leute, die auch scheiß Tattoos haben. Das ist ziemlich gut. Aber ein schlechtes Tattoo allein reicht nicht, um in die nächste Runde zu kommen.
Jetzt entscheiden die Geschichten der 60 Kandidaten. Ich glaube, mir wird es ziemlich schwer fallen, meine Geschichte zu erzählen. Auf der einen Seite, weil es echt eine harte Zeit war. Aber andersrum wieder nicht, weil ich habe es ja gepackt. Mein Leben ist ja toll. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist.